So, da sind wir wieder. Ich ging doch recht in der Annahme, dass dieser Grax hier vorne eigentlich die Passierscheine verkaufen müsste. Seid gegrüßt. Deswegen würde ich mal fragen, ich würde gerne ein wenig Action erleben. Könnt ihr da vielleicht weiterhelfen? Jetzt sprecht ihr meine Sprache. Ja, da gäbe es schon einen Ort für euch. Ich weiß es so recht, dieser Ort ist überwiegend für den Kampf mit Waffen. Keine verrückten Sachen, nur Gradlinienkloppereien. Ich mache Überreden. Ihr könnt es mir sagen, ich bin gut dafür. Erfolg. Na gut, keine große Sache. Und wenn ihr nicht genug seid, werdet ihr sowieso geschlagen, aber plaudert nicht darüber. Es ist ein Kampfclub. Wir nennen ihn den Panzerhandschuh. Genau der richtige Ort, wenn ihr ein wenig Betätigung sucht. Wenn ihr wollt, kann ich euch einen Pass für 50 Goldmünzen verkaufen. Ich nehme den Pass. Und hier ist euer Pass. Verratet nicht, wo ihr ihn her habt. Obwohl sie euch kaum mehr nachfragen dürfen. Niemand spricht mit dem Panzerhandschuh, aber die Leute kommen trotzdem. Die Schenke zur Blanken Planke liegt im Schwarzseeviertel. Gebt den Pass dem Wirt. Viel Glück, ihr werdet es brauchen. Ja, dann lebt wohl. Bin ich doch, war ich doch schon auf dem richtigen Weg, dachte aber hatte irgendwie im Kopf aus irgendeinem Grund, dass er sozusagen nur mit uns ins Bett gehen wollte. Dass er sozusagen die Mehr-Action einfach nur als, Flirtversuch annehmen würde. Ich brauche kurz mal eine größere Karte. Ich glaube, wir müssen hier unten da genau hin. Wenn ich draufklicke, machst du das nicht, okay? Wir müssen jetzt zur Halle der Gerechtigkeit, weil dort haben wir ja unser Portal gelassen, was uns praktisch wiederum direkt zur Blanken Planke führt. Wunderbar. Es klang gerade so ein bisschen so, als hätte irgendjemand gezaubert, aber es kann vielleicht auch ein Irrtum gewesen sein. So, hier sind wir. Müssen wir noch irgendwas verkaufen? Vermutlich. Parfümierter Fetisch. Warte mal, den parfümierten Fetisch kann ich gleich mal wieder hier zu den Questdingern packen. Dich wiederum. Lege ich hier hin. Ja, Feuerkäferbäuche. Ich habe noch so viel Krimskrams. Ich muss unbedingt was Inventar mal aufräumen. Der Schutzgarabäus plus 1. Die können wir eigentlich wieder weglegen, finde ich. Beziehungsweise können wir gleich verkaufen. Wenn wir schon mal dabei Einer sind. Der Barden hier in. Ja, ist ich gut. Habe gehört, ich brauche Dienst des Tempels. Ich würde gerne diesen Anhänger verkaufen. Für 519 Goldmünzen. Ich habe es mehr als das Doppelte gekauft. Aber hey, ist ja auch ganz schön. Dann rüste ich mal wieder meine Armbrust aus. Und eines Tages werde ich mein Inventar mal richtig entmüllen. Ihr seht schon, ich bin noch nicht mal zum Drittel mit dem Spiel durch. Wahrscheinlich eher zu einem Siebtel, Achtel, Zehntel vielleicht. Ja, Portal nutzen, 50 Gold zahlen. Aber mein Inventar ist jetzt schon zugemüllt mit irgendwelchen Kram. Allerdings muss man sagen, dass wir zum Beispiel sowas wie den Ton oder das Fläschchen Wasser auch irgendwann bald wieder abgeben dürfen, bevor wir aus dem Winter oder nie Winter zurück sind. Wenn wir weggehen aus dem Winter. Denn wir werden irgendwann die Stadt verlassen. Wie ihr vielleicht möglicherweise schon ahnen könnt. Wenn nicht, war es jetzt ein Spoiler. Entschuldigung. Schankwirt. Was kann ich für euch tun? Ich habe einen Pass für den Panzerhandschuh. Psst! Sagt das nicht so laut. Hier ist ein Schlüssel. Geht nach unten, wenn ihr wollt. Es ist die Tür in der Mitte der Südwand. Dort sind Treppen, die in den Keller führen. Was ist der Panzerhandschuh eigentlich genau? Es ist ein Club, in dem alle Leute kämpfen können, die einen Spaß daran haben, sich mit jemandem zu prügeln, der einen verdammt wehtun will. Wenn ihr gewinnt, erhaltet ihr einen Rang und etwas Applaus. Wenn ihr verliert, werdet ihr aufgewischt und versucht es erneut. Es geht darum, seinen Wert in den Kampf zu erfahren. Warum ist das so ein Geheimnis? Schaut, es ist nicht unbedingt sicher, in eine Kampfgrube zu hüpfen und sich zu prügeln. Es gab einige Unfälle, einige Leute haben Gliedmaßen verloren. Die Stadtwache halten das für Blutsport, aber das ist es nicht. Es geht um die Ehre im Kampf, aber das verstehen sie nicht. Die Wachen sehen nur das, was sie wollen. Ihr seht, wenn ihr es versuchen wollt, dann tut es ganz einfach. Applaudet nicht darüber und beschwert euch nicht, wenn ihr verliert. Die Leute mögen das nicht. Ja, dann lebt wohl. Ein anderes Mal, Freund. Ich gehe mal runter und werde mal einfach, des Spaßes halber, einen Kampf wagen, obwohl ich mir durchaus darüber im Klaren bin, dass ein Fernkampfbade alles andere als sinnvoll, eine sinnvolle Klasse ist für diesen Kampf. Beziehungsweise für diesen Quest. Da wären Kämpfer oder Mönche wesentlich besser, überhaupt irgendwelche Nahkampfklassen. So. Aber vielleicht können wir mit ein paar Leuten noch sprechen, nicht wahr? China. Schön, euch zu sehen. Er scheißt sich gerne einen guten Kampf an. Claudos. Frisches Blut. Gut. Denkt daran, ihr kämpft hier immer nur eine Runde und erhaltet für jeden Sieg eine Medaille. Es geht nur um den Ruhm. Es gibt keinen Preis. Okay, weiter. Oh, natürlich. Wenn ihr alle drei Runden besteht, tritt ihr gegen mich an. Dann könnt ihr vielleicht die ganze verdammte Kneipe gewinnen. Aber glaubt mir, das wird niemals passieren. Okay. Und Kelly sei? Ich grüße euch.
Willkommen beim Panzerhandschuh. Ich werde mich um eure Wunden kümmern, falls es notwendig sein sollte. Ihr kennt die Regeln. Wie lauten denn die Regeln? Die Regeln sind einfach. Ihr und eure Ressourcen gegen den Gladiator und seine Ressourcen. Euch sind ein Kampfbegleiter und eventuell ein Tier erlaubt. Oh, warte mal, das reimt mal schlecht. Und eure Gegner erhalten ebenfalls Unterstützung. Ihr kämpft, bis ihr alle eure Gegner besiegt habt. In der Arena ist alles erlaubt. Allerdings dürfen keine fortgeschrittenen Zauber oder Tränke wirken. Vor dem Betreten wird ein Aufhebungszauber auf die Kämpfer gewirkt, was ich vorher nicht buffen kann, ist klar. Es gibt keine Preise, allerdings hat Claudius die blanke Planke als Belohnung für denjenigen ausgesetzt, der im Kampf, der ihn im Kampf besiegen kann. Bislang hat es niemand geschafft. Warum ist er so unschlagbar? Diese Diskussion könnt ihr mit ihm führen, wenn ihr gegen ihn kämpft. Bis dahin solltet ihr euch nicht darum kümmern. Das ist allerdings richtig. Was ist denn... Achso, was ist eure Aufgabe? Das ist Quatsch. Ich würde erstmal ganz gerne mit den ganzen Leuten noch sprechen. Das ist Kelly Seil, ein junger Mann, unverletzt. Seid gegrüßt. Ich nehme an, das wird unser erster Gegner sein. Da ist eine junge Frau, mach die doch nicht. Angar. Nee, Agar. Hallo. Mehr Fleisch für Grüne? Gut, das hier ist schon langweilig. Faschi. Besser als Fascho. Hallo. Willkommen im Panzerhandschuh. Ich freue mich schon darauf, eure Vorstellung in der Grube zu sehen. Okay. Was für eine fröhliche Stüdeleimusik. Und hier ist die letzte Person, mit der wir, glaube ich, noch sprechen können. Das ist Husk. Seid gegrüßt. Bah, ich habe keine Zeit für Neulinge. Wenn ihr Respekt sucht, dann traut euch in die Grube. Ich habe, glaube ich, diese Quest noch nie... angenommen. Deswegen würde ich es ganz gerne probieren. Da wir auch mit Begleiter und Tier kämpfen dürfen, ist das ganz hervorragend. Deswegen würde ich sagen, ich würde gerne die erste Medaille mal angehen. Mal gucken, wie es läuft. Euch. Ich möchte meine erste Medaille kämpfen. Um meine erste Medaille. Aufhebungszauber. Der Schrecksteher wird fortgeschickt. Sehr schön. Ihr werdet gegen Husk kämpfen. In der Grube gibt es einen Hebel, mit dem ihr sie verlassen könnt, wenn ihr gewonnen habt oder aufgeben wollt. Viel Glück. Stopp. Da ist Husk. Wir wollen ein Monster herbeizaubern. Sehr wichtig. Schreck es immer. Kämpft bitte mit. Ja, letztendlich wird Grimmigbeißer den Kampf bestreiten, sagen wir mal ehrlich. Ich werde mal ein Liedchen trällern. Ein Liedchen? Ist das nicht das Bardenlied? Als Geräuschexplosion. Ein Liedchen trällern. So, Husk ist verletzt. Eben war er kaum verletzt, aber ist kein Problem. Auch Grimmigbeißer ist verletzt. Aber Husk wird das auf keinen Fall überleben, da er seinen Gefährten bereits verloren hat, beziehungsweise sein herbeigezaubertes Vieh. Und den Grimmigbeißer auch nicht so oft trifft. Und wir sind mittlerweile zu dritt. Ja, ich zähle mich als vollständigen Kämpfer mit. Oh, schwer verwundet. Dem Tode nahe, sehr schön. Ah, der hat Feuerschaden, der kleine Sack. Der ist nicht auch ein Mönch, offensichtlich. Ne, der hat eine Waffe. Ein brennendes Beil hat er und wir haben gewonnen. Kann man nicht eigentlich looten danach? Kann man nicht. Okay, wir haben gewonnen, würde ich sagen. Hallo, Kelly Sai. Wir haben 50 Erfahrungspunkte gewonnen. Und mein Tagebuch wurde aktualisiert. Gucken wir uns mal nach. Der Panzerhandschuh. Ihr habt ein Abzeichen verliehen bekommen, das besagt, dass ihr die erste Runde bei den Herausforderungen Club der Panzerhandschuhe unter der Schenke zur blanken Planke erfolgreich bestanden habt. Das ist zwar keine besondere Leistung, aber ihr fangt ja auch gerade erst an, warm zu werden. Wunderbar. Ich hätte eine Heilung. Ich grüße euch. Ich möchte gern geheilt werden. So sei es. Haltet bitte einen Augenblick still. Das sollte reichen. Vielen Dank. Vorerst auf Wiedersehen. Ich würde ganz gerne gleich mal versuchen, den nächsten Kampf noch anzugehen, obwohl der letzte Kampf jetzt schon recht schwierig war eigentlich. Kelly Sein, ich bin bereit, den nächsten Medaille zu kämpfen. Das ist wahrscheinlich der Halbrock oder was das da ist. Bereitet euch vor, Faschi Vase auf euch. Okay, das zum Thema. So, stopp. Wir beschwören wieder direkt unser Schreckenseber, unsere Rennschreckenseber. Und singen ein Lied. Und greifen den Wolf an. Eber, greif an! Der greift erst an, wenn wir angreifen, genau. Ich gehe auch mal näher ran. Jetzt. Tschüss, Wolf. Gelegenheitsangriff und schon ist er tot. Diesen Kampf dürfen wir auch noch bestehen, wenn ich es gerade richtig sehe. Jetzt seid ihr dran. Ist Faschi ein Mönch oder ein Dieb oder sowas? Ich glaube, der oder die lebt eher davon, dass sie ausweicht, als dass sie eine große Rüstung hat. Offensichtlich. Bist du aber jetzt schon schwer verwundet, also den zweiten Kampf werden wir auch noch ganz gut bestreiten können. Ist ja witzig. Und danach müssten wir jetzt wahrscheinlich mal ausruhen, weil wir danach kein Eher mehr herzaubern können. Ach.
Na komm, ist doch schon. Gott, wie ich jetzt an dein Leben schieße, ist ja traumhaft. Okay, jetzt seid ihr dran. Oh, ich habe getroffen. Wahnsinn. Wie bist du eigentlich so? Du bist schon herausfordernd, immerhin. Warte mal. Der hat allerdings außergewöhnlich ruhig und gefasst. Man kann nicht ansehen, was er denkt. Und er ist überraschenderweise feindselig. Aber wunderbar, wir haben auch diesen Kampf erfolgreich beendet. Gegenstand erhalten. Na komm. Na, ich wollte eigentlich eher... Kann man es ein bisschen größer ziehen? Ich glaube schon. Ach, wundervoll. Gegenstand erhalten, Herausforderung des Abzeichens. Zweite Runde. Auch das gucken wir uns trotzdem mal hier an. Ihr habt ein Abzeichen verliehen bekommen. Das besagt, dass ihr die zweite Runde bei der Herausforderung im Club der Panzerhandschuhe der Schenkel zur blanken Planke erfolgreich bestanden habt. Kein Grund jetzt aufzuhören, nicht wahr? Richtig. Ich würde sagen, wir werden uns kurz mal hier regenerieren. Auch dass ich unserer Monster-Beizauern-Stufe 2 mal wieder ein bisschen regenerieren kann. Wo sind wir eigentlich gerade? Wir brauchen immer noch ungefähr 2229 Erfahrungspunkte, bis wir bis wir die nächste Stufe erreicht haben. Und ich würde sagen, wir speichern. Warum aufhören, wenn es gerade so schön ist? Ich grüße euch. Und wir sind bereit, um die nächste Medaille zu kämpfen. Macht euch bereit. Agar wartet bereits in der Grube. Agar ist jetzt der Halb-Ork. Gespräch beenden. Pausieren. Monster beizaubern. Bardenlied. Wir haben eine Klippenkatze als Gegner. Stopp, wir müssen grimmig beiseite versuchen, die ganze Zeit zu heilen, offenbar. Eber, kämpft gefälligst mit. So, stopp. Wie kann man dich gut heilen? Vielleicht. Wir hatten noch sowas wie heilen. Kleinere Wunden heilen. Das wird vielleicht ein bisschen helfen. Oh, du bist ein Todenahe schon. Ah ja, du hast dich mal kurz selbst geheilt. Das ist hervorragend. Ich bewerfe dich noch ein bisschen mit Tränken. Weil du musst ja am Leben bleiben für uns. Bitteschön. Aua, 20 gleich mal. Das ist doch Stopp. Viel zu einfach. Wie kann ich es fertig bringen, dass ich... Genau, ich mach dich mal kurz benommen. Agar. Hat nicht besonders gut geklappt. Dann probier's mal mit Aufblitzen. Wo immer das auch ist hier. Da. Verpasst ja kurz mal eine Magierrüstung. Aua, lass mich bitte in Ruhe. Oh, das war ja sehr gut. Das ist er wurde abgelenkt durch mich. Wollte mir sozusagen mit einem Gelegenheitsangriff einen Treffer beibringen. Hat sich daraufhin auf mich konzentriert, war abgelenkt von dem Rest und wurde deswegen von dem Rest öfter getroffen. Das ist ja richtig geil. Wir haben alle Kämpfe aus den letzten bestanden. Das ist ja ziemlich cool. Ihr habt ein Abzeichen verliehen bekommen, das besagt, dass ihr die dritte Runde bei der Herausforderung Club der Panzerhandschuhe unter der Schenke zur blanken Planke erfolgreich bestanden habt. Ihr habt euch jetzt fast bis zur Spitze vorangekämpft. Jetzt müsst ihr nur noch den Gründer des Vereins höchstpersönlich bezwingen. Ich gehe davon aus, dass das sehr leicht sein wird. Kilisei. Ich grüße euch. Einmal die Heilung, bitte. Da werde ich halt auf jeden Fall mal speichern. Ich glaube nicht, dass wir diesen Kampf jetzt gewinnen werden, aber ich finde es lustig, dass wir jetzt bis hierhin vorgedrungen sind, immerhin. Ich grüße euch. Ich bin bereit, den nächsten Medaille zu kämpfen. Also werdet ihr gegen Claudius kämpfen. Ich wünsche euch alles Glück der Welt. Er hat Vorteile auf seiner Seite. Ihr werdet doch für einen fairen Kampf sorgen, oder? Ich habe die Macht dazu, allerdings sind mir in diesem Fall ein wenig die Hände gebunden. Claudius zahlt für alles, versteht ihr? Überreden, es sollte fair sein, ihr wisst das. Misserfolg, Mist. Ihr versteht meine Lage nicht. Ich würde ja gerne helfen, aber ich kann nicht. Ich werde es einfach versuchen müssen. Ja, ihr werdet es einfach versuchen müssen. Ich kann euch bezahlen. 400 Gold sollten euch helfen. Vielleicht, aber deswegen fühle ich mich auch nicht ehrlich, aber das Geld könnte mir tatsächlich helfen. Toll! Ganz toll. Nun gut, bereitet euch auf den Kampf vor. Ich werde dafür sorgen, dass ein Aufhebungszauber auf euch beide wirkt. Ah ja, verschwende diese Gelegenheit nicht. Er hat sich also vorher buffen lassen schon. Claudius, ein Panther, zwei Panther, alter Schwede, das ist ja wohl nicht euer Ernst. Ich hätte mich vorher regenerieren sollen, ich Idiot. Monster beizaubern? Bardenlied? Okay, ich konnte singen. Hau ab. Tschüss, Tonerfolg. Ja, sehr, sehr schön. Peak. Ja, wundervoll. Claudius läuft ein bisschen im Kreis, kann er gerne machen. Der Panther. Er kümmert sich. Oh, Claudius ist schon tot. Wir haben Claudius besiegt? Das ist ja krass.
ist mir die Finger an Gold tatsächlich wert, muss ich gestehen. Hallo, Claudius, hast du noch Überreste? Ach toll, Aventurin. Das ging aber ziemlich geil gerade. Ich dachte, die Panther wäre viel stärker. Gegenstand erhalten, Panzerhandschuhe, Siegesabzeichen, euer Tagebuch wurde aktualisiert, Schwarzseeviertel, der Panzerhandschuhe. So einen Kampf habe ich noch nie gesehen, ich habe sogar Blutspritzer abgekriegt, ich werde mich nie wieder waschen. Na gut, ihr habt gewonnen. Na und? Das beweist gar nichts. Ich war seit Monaten der Champion. Jeder weiß das. Jeder weiß. Weiter. Übernehmt diesen Ort. Nur zu. Ihr seid die eine neue Eigentümerin. Aber ich habe meinen Freunden gesagt, dass sie gehen sollen. Der Federhandschuh geht mit mir. Edge. Das ist okay. Für mich. Hallo Kelly Sai. Ich grüße euch. Nun wurde Claudius endlich besiegt. Gut. Ich konnte schon nicht mehr zuhören. Hat mir einfach nicht genug gezahlt, um seine Lügen für alle Zeiten zu decken. Gespräch beenden. Wundervoll. Dann würde ich sagen, kannst du mich vielleicht mal heilen? Ich grüße euch. Nein. Kann man sonst noch mit Leuten hier sprechen? Vielleicht soll ich das mal die Kamera mal so drehen, dass es sich jedes Mal dreht. Junger Mann. Seid gegrüßt. Ja, das hast du schon mal gesagt. Husk, hast du was Neues zu sagen? Jetzt bin ich nämlich kein Anfänger mehr. Und 200 Erfahrungspunkte habe ich erhalten. Seid gegrüßt. Er sagte, Claudius ist geschlagen. Das mal erlebt zu haben, macht die Schließung des Panzerhandschuhs wieder wett. Wieso laufe ich denn ständig gegen irgendwelche Leute? So, hier war kein Mensch mehr, okay. Ich werde mich hier unten auf jeden Fall nochmal regenerieren, um meine ganzen Zauber wieder aufzuladen. Faschi, unser zweiter Gegner. Hallo. Ich hätte nie gedacht, dass es passieren würde. Ich werde diesen Ort vermissen. Und Agar, der nie jetzt gekämpft hat. Hallo. Er sagte, ich wüsste, dass man es schaffen kann, aber ich nicht schlau genug dafür. Pah, ich jetzt wieder richtig kämpfen. Wundervoll. Wir regenerieren uns. Unser Schreckenseber verliert seine Gestalt. Und da ist er auch schon wieder. Ich speichere das Ganze mal. Hui. Und bin weg. Das ist ja witzig, dass wir es geschafft haben. Hätte ich wirklich nicht gedacht. Hätte wirklich gedacht, dass wir, ähnlich wie in Gothic sozusagen, ohne Fernkämpfer, ohne Fernkampfwaffen, ohne alles Mögliche kämpfen muss. Ohne Zauber. Da wäre ich nämlich ziemlich aufgeschmissen gewesen. Hallo, Schankwirt. Das ist jetzt meine Kneipe, ne? Was kann ich für euch tun? Seid gegrüßt, Chef. Was kann ich für euch tun? Gebt mir die Wocheneinnahmen. Cool. Was muss ich eigentlich jetzt tun, wenn die Schenke gehört? Nun, Claudius, der letzte Besitzer, hatte alles so arrangiert, dass er selbst überhaupt nichts tun musste. Er war immer mit diesem und jenem beschäftigt. Aber egal, ihr braucht nur etwa jede Woche hier vorbeizukommen und ich werde euch die Einnahmen übergeben, die wir gemacht haben. Reich werdet ihr dadurch nicht, aber es ist besser als gar nichts. Das ist ja witzig. Außerdem kann ich mir denken, dass ihr lieber in Sachen Abenteuer unterwegs sein wollt. Ihr seht irgendwie so aus, für mich klingt das zwar gefährlich, dürfte aber auch ziemlich einträglich sein. Ja, gebt mal die Woche Einnahmen. Seitdem der Panzerhandschuh geschlossen ist, geht das Geschäft schlecht. Der wahre Grund ist natürlich die Pest. Sie ist daran schuld, dass hier so wenig los ist. Das Geschäft stirbt uns im wahrsten Sinne des Wortes weg. Weiter. Hier sind die Einnahmen. 50 Goldmünzen. Wie schon gesagt, nicht gerade viel. Das ist erstmal in Ordnung, denn ich muss sagen, 50 Goldmünzen macht auch der Einsatz für den Pass. Das ist in Ordnung. Jetzt muss ich noch sozusagen die 400 Goldmünzen reinholen, die ich für die Bestechung der Magierin... Wer bist du denn? Ah ja, aufgewendet habe, aber das ist nicht so schlimm. Ist also ähnlich ein bisschen wie bei Vampire Masquerade Bloodlines. Da konnte man auch Teilhaber in so einem Nachtclub werden und sich mal wieder Geld auszahlen lassen, wenn ich es richtig verstanden habe. Gut, kommen wir aber nur zu anderen Aufträgen. Wir wollten ja eigentlich ursprünglich in den Zoo gehen. Am heutigen Tag. Haben wir hier noch irgendwelche Dinge? Da sind Fässer, die prüfe ich mir gerne mal an. Wir suchen ja auch noch ein mysteriöses Haus, wo wir möglicherweise wieder ein Nebelfetzen oder Brennholz finden. Das habe ich nicht vergessen. Die Liste liegt immer noch seit Wochen vor mir. 8 Blitzbolzen, okay. Blendet wahrscheinlich das Ganze. Gesindel, was davon getroffen wird. Denn nur Gesindel wird von Bolzen getroffen. Eine Goldmünze. Apropos, ich muss gleich mal gucken, wie viele Bolzen ich eigentlich noch in der Armbrust habe. Beziehungsweise... Oh, da kriege ich zwischen Licht und Dunkelheit. Beziehungsweise in Rückhalt. Die habe ich, glaube ich, noch nicht gelesen. Ich werde aber übrigens vielleicht am Ende dieser Folge auf jeden Fall am heutigen Tag noch ein, zwei Bücher lesen, dass ich mal irgendwann losbekomme, weil die wiegen ja auch, glaube ich, einen Pfund oder sowas. Ja, ein Pfund. Da ist Millie. Ist Vanilli in der Nähe? Der Witz muss gestattet sein. So, wo kommt man jetzt hier rüber? Also ich wollte ganz gerne darüber. Ich habe das Gefühl, dass es nicht so leicht sein wird. Könnte man da drüben noch lang? Nee.
So, Blankenplanke, ja, das haben wir ja schon, aber... Wie kommt man da hin? Da ist noch eine Kiste, die ich wahrscheinlich noch nicht geplündert habe. Oder? Hab ich schon geplündert? Nee, hab ich nicht. 8 Goldmünzen. Ach, nett. Ach, die Musik ist fantastisch. Könnte man sich stundenlang anhören, ehrlich gesagt. Ach, hier drüben kommen wir lang. Wie wunderbar. Wir haben teilweise Genesung. Tod und Verderben. Ja, Tod und Verderben einer Kiste. Hey! Aber wir sind in einer Truhe. Ich guck jetzt mal, wie es eigentlich gerade... Ich guck dabei mal, wie es eigentlich aussieht, um... Meine Bolzen, ich habe 99 Pfeile. Ich habe Giftbolzen die ganze Zeit geladen, das ist ja lustig. Das wollte ich nicht machen, ich wollte eigentlich die normalen. Ich sehe also, dass magische Bolzen auch automatisch nachgezogen werden, wenn die alte Munition alle ist. Das ist ja interessant. So, ein Fass mit nichts drin. Hier kommen wir vorbei. Ach, sehr schön. War hier nicht irgendwie Rumbottons anwesend? Wer ist denn Rumbotten? Formosa! Ach ja, stimmt. Zuschauer, diverse Zuschauer. Formosa ist, glaube ich, die Adlige, die gegen einen anderen Adligen aufwiegelt, weil der irgendwie Essen horten soll. So, einmal schwere Wunden heilen. Sprechen wir doch mal mit der guten Dame. Ich kenne euch nicht. Seid ihr aus einer der Adelsfamilien hier in Schwarzsee? Wie dem auch sei. Ihr meint doch auch, dass Meldanin gezwungen werden sollte, seine Lager zu öffnen, oder? Schließlich ist es die Pflicht eines Volkes, über die Seien zu wachen. Was sagt ihr dazu? Wer ist dieser Meldan? Ihr kennt Meldan nicht? Nun, dann seid ihr gewiss nicht von hier. Meldan ist ein bitterböser kleiner Mann. Er tut, was immer ihm passt in Schwarzsee, weil er über zwei Dinge gebietet. Magie und Macht. Für seine Experimente entführt er Leute und auf seinem Anwesen hat er alle möglichen magischen Gräuel und alle anderen Adligen tun einfach, als bemerken sie es nicht. Nun, ich will und werde mich von ihm nicht einschüchtern lassen. Sein Handelshaus hat jahrelang Nahrung und Güter gehortet und er sollte sie freigeben, ob es ihm gefällt oder nicht. Woher wisst ihr, dass er das alles angehäuft hat? Ihr redet, als ob das fraglich wäre. Meldan hat es niemals abgestritten und in Schwarzsee weiß es sehr, dass es stimmt. Er hat ein Lagerhaus ganz in der Nähe. Es ist mit Zaubern und Hütern so gut abgesichert, dass man ohne den passenden Schlüssel niemals hineinkäme. Sonst hätten die Bürger es sicher längst gestürmt. Aber alle haben viel zu viel Angst vor Meldan, um etwas zu unternehmen. Es ist ja so viel einfacher, hinter diesen Mauern zu sitzen und sich einzureden, es gäbe gar keine Pest. Moment, wer seid ihr? Ich teile eure Meinung nicht. Lasst mich damit in Ruhe, sag ich. Wie dem auch sei, ich finde, ihr macht nur Ärger und solltet damit aufhören. Ja, wer seid ihr eigentlich? Ich bin Formosa Laitanen, Tochter einer Adelsfamilie. Ich bin wie alle Adligen hinter diesen Mauern eingesperrt, aber ich meine dennoch, dass auch wir für das Wohl der Stadt verantwortlich sind. Da draußen verhungern die Leute. Ich würde ihnen gerne helfen, wenn ich Nahrungsmittel hätte, aber die hat nur Meldan. Und seine Vorräte aufzulösen und an die Kranken zu verteilen, ist das Letzte, was er zulassen würde. Wer ist der Meldan? Achso, das hatten wir schon mal. Bla bla bla. So, ich bin völlig eurer Meinung. Ich teile eure Meinung nicht. Ja, ich würde ganz gern mit das Anwesen stürmen, wenn ganz ehrlich zu sein, einfach so, um mir Dinge zu klauen. Das ist eigentlich der eigentliche Grund, warum ich das machen möchte, dass es für einen guten Zweck geschieht. Das ist vielleicht im Vordergründig, ist das für mich okay. Kann man machen, muss nicht unbedingt sein, aber dann werden immer nette Lieder für mich geschrieben. Deswegen sage ich einfach mal, ich bin völlig eurer Meinung. Nun, es tut gut, das zu hören. Es gibt hier viel zu wenig Leute, die ein bisschen Courage haben, Leute, die wissen, was recht ist und es auch laut sagen. Bleibt nur noch die Frage, was man unternehmen sollte. Die Stadtwachen haben alle Hände voll zu tun beim Versuch, einfach nur Ordnung zu halten. Und die Chance, dass ich diese verängstigten Täubchen so weit aufrütteln kann, dass sie handeln, stehen nicht gut. Etwas Drastisches muss geschehen und es muss durch Leute geschehen, die über die nötigen Fähigkeiten und Überzeugung verfügen. Und Leute wie ihr, Madame, werdet ihr mir helfen? Ich habe andere Verpflichtungen. Was hattet ihr denn genau gedacht? Das kommt darauf an. Hättet ihr Skrupel, etwas zu tun, das mir hinterhältig nennen könnte? Über wie viel Hinterhältigkeit reden wir denn hier? Ich habe mit so etwas nicht das geringste Problem. Wenn die Belohnung stimmt, kann mich gar nichts strecken, das stimmt. Ihr müsst Meldanes Schlüssel in eurem Besitz bringen und euch damit Zutritt zu seinen Vorräten verschaffen. Meldan muss getötet werden, denn sonst wird sich das Ungeheuer rächen. Meldan lebt in einer Villa mit hohen Mauern in der nordwestlichen Ecke von Schwarzsee. Das Tor ist gut bewacht und es gibt weitere Hüter, doch ihr müsst euch irgendwie Zutritt verschaffen. Natürlich erwarte ich nicht, dass ihr das ohne Belohnung tut. Bringt mir einen Schlüssel und ich gebe euch eine magische Halskette. Für den Zahn des Hexenmeisters biete ich für euch 500 Goldmünzen. Oh, nett.
Das ist alles, was ich euch anbieten kann. Es ist ein angemessener Preis für den Dienst, den ihr tun werdet. Werde ich versuchen, sie zu überreden, um ihr mehr zu geben? Natürlich! Überreden. Könnte ich euch überreden, mir eine kleine Anzahlung zu leisten? Misserfolg. Unsinn! Ihr habt eine Aufgabe zu erledigen und ihr werdet alles bekommen, was ich habe, wenn sie abgeschlossen ist. Ich wünsche euch viel Glück. Im Nordwesten also. Nordwesten ist da drüben. Okay, nehme ich mal so hin. Ich gucke gerade in diese Richtung, also ist es so richtig ausgerichtet. So, hier ist Rumbutton Herrenhauswächter. Mussten wir hier nicht irgendwas klauen? Ich bin mir gerade nicht sicher. Gehen wir erstmal kurz das kleine Häuschen rein. Wir gehen sowieso in jedes Häuschen rein. Danach gehen wir mal kurz in die... Ach, lass mich in Ruhe. Danach gehen wir mal in die untere Ecke, um hier nichts auszulassen. Anwesen eines Adeligen. Vielleicht können wir auch hier noch ein bisschen was absahen, nicht wahr? Ich habe euch nicht eingeladen. Raus hier. Du brauchst mich nicht einladen. Ich komme auch so rein. Ich grüße euch. Verärgerte Frau, kein Schritt weiter oder ich schreie. Was habt ihr in mein Haus zu suchen? Ich bin bei der Stadtwache, ich führe nichts Böses im Schilde. Misserfolg. Ich mag eure Nase nicht, Halunke. Verschwindet auf der Stelle. Ich war gerade dabei zu gehen. Warum nicht? Verschwindet von hier, bevor ich euch die Wachen auf den Hals hetze. Ja, ja, vielleicht gucke ich noch ein bisschen, was es noch so gibt. Was haben wir denn hier? Eine Truhe. Oh, warte mal, eine Falle. Speichern. Kann ich jetzt überleben? Ja. Das ist so sicher wie der Tod. Ja, komm, mach schon. Hey. Wäre nicht schlecht, wenn man den Zustand von der Truhe mal genauer betrachten könnte, aber normalerweise soll es auch nicht so lange dauern, so ein Ding zu knacken. Ob sie das kaputt zu hauen. Die Geduld muss man mitbringen, solchen Spielen. Zu viele Angriffe wird es eh nicht mehr geben. Obwohl du hauptsächlich durch den Kälteschaden gerade Schaden machst. Oder? Ja, die machen zusammen immer 2 Punkte Schaden. Das ist immer der Kälteschaden. Das heißt, wenn ich jetzt hier angreifen würde, würde das gar nichts bringen, wie ihr vielleicht jetzt seht. Pock, war völlig effektiv. Ja, vielleicht kann ich in der Zwischenzeit ja schon mal in die andere Tür reingucken. Was es da so drin gibt. Oh, hier geht's nach unten offenbar. Oder nach draußen. Weiß ich gar nicht. Dann warte ich vielleicht noch ein bisschen. Ja, wir können noch... Wisst ihr, was wir machen jetzt? Wir lesen mal ein Buch. Und zwar der Krieg zwischen Licht und Dunkelheit. Oder die Nessa-Rollen. Komm, Nessa-Rollen lesen wir, haben wir schon die ganze Zeit. Oder wir lassen das Buch sein. Lalalala. Wir lesen noch ein Buch. Schade, hätte ich früher anfangen sollen. Wow, 12 Goldmünzen, immerhin. Und damit wir der Adeligen nicht die ganze Zeit begegnen, gehen wir vielleicht einfach mal hinten raus. Zack. Und wir sind wieder im Schwarzseeviertel. Wunderbar. Hat es jemand gesehen? Nope, außer der Hotch, der Herrenhauswächter. Gucken wir in dieses Fässchen rein, 6 Gold. Gucken in dieses Fässchen rein, 9 Gold, das war nett. Und nochmal einmal kritische Wunden heilen, dann haben wir erst den zweiten Trank überhaupt. Bevor ich jetzt hier reingehe, würde ich ganz gern mal gucken, was hier unten noch so ist. Hier haben wir noch 3 Fässchen. Wir haben auch diverse Behältnisse. 5 Gold. 24 Schleuderkugeln. Einmal mittlere Wunden heilen. Das ist nett, die kann man gut gebrauchen. Die leichten Tränke kann ich eigentlich kaum noch gebrauchen, ehrlich gesagt. Außer wenn wir Pausen haben, also wenn wir gerade keinen Kampf haben. Ein Grünstein. Okay. Ist ja alle unwichtig oder ich kümmere mich auch mal gar nicht, wenn hier irgendjemand irgendwelche Kisten zerdeppert oder irgendwelche Truhen kaputt macht. Das finde ich völlig in Ordnung. Genauso unbeteiligte Leute brauche ich für mein Spiel. Na, ich will nicht mit dir sprechen, ich will die Überreste einfach aufsammeln. Und wir finden einen Amethyst und mittlere Wunden heilen. So, was haben wir denn hier? Meldanes Kornlagerhaus. Ach, guck mal an. Ich dachte, im Nordwesten soll es sein. Egal. Es ist nicht zu schaffen. Wir brauchen den passenden Schlüssel. Apropos passender Schlüssel, wir brauchen auch mal einen kleinen Cut, denn die Folge ist schon wieder relativ lang. Wir sehen uns gleich wieder. Bis denn dann.